Kinder haben eine Naivität auch in der Erwartung. Wenn du ihnen was versprichst, dann ist es selbstverständlich, das hat hier zu sein. Ein Kind macht sich keine Sorgen. Ob du morgen noch deinen Job hast, für das Kind ist es ganz normal. Dieses Vertrauen möchte Gott, dass wir in ihm haben. Sorglosigkeit. Kinder sind sorglos. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Wie geht das? Hey Jesus, in welcher Welt hast du gelebt? Ja. Offensichtlich gibt es einen Weg, nicht sich zu sorgen. Wenn du aber so lebst, dann sagen viele Leute, ja sag mal, du lebst ja völlig irrelevant. Ne? Heute musst du selber auch in Panik geraten, dann giltst du als vernünftig. Ne? Aber wenn du dir keine Sorgen machst, dann bist du weltfremd und ein Spinner. Aber das ist genau das Leben, was uns Jesus anbieten möchte. Und deswegen verspricht er Jesus, dass du gering geachtet sein wirst, wenn du ein solches Leben lebst. Darum ist das Leben mit Gott und ein Leben in kindlichen Bezügen zu Gott zu leben, ist immer ein Leben im Paradox. Was ist ein Paradox? Paradox sind zwei Wahrheiten, die scheinbar im Widerspruch zueinander stehen. Das ist ein Paradox. Und Gott liebt es, in Paradoxa zu leben und sie auch an uns weiterzugeben. Ein Paradoxa haben wir hier in Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben. Habe ich gerade beim Opfer gesagt. Ne? Hier geht es aber nicht nur um Finanzen alleine. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euren Schoß geben, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Freunde, dieses Geben gilt für alles, was du im Leben geben kannst. Liebe, Freundlichkeit, Sanftmütigkeit, Kraft, einem anderen zu helfen, Zeit und. Und das ist ein Paradox. Häufig, wenn du etwas weggibst, wie sind wir erzogen worden? Wir kalkulieren, was? Ich gehe 2 Stunden auf den Bau, die fehlen mir nachher da und da. Oder ich soll dem vergeben, wieso soll ich das eigentlich machen? Der nützt mich doch nur aus. Wir rechnen immer mit dem, was investieren wir und was kommt sofort zurück. Und es ist ein Paradox. Jesus sagt, gib etwas weg und erwarte noch nicht mal, dass etwas zurückkommt. Aber gleichzeitig verspricht er uns, dass der Vater sich um uns kümmern wird. Nach unserer erlernten menschlichen Logik ist Geben in jeder Form ein Verlustgeschäft. Besonders dann, hör gut zu, wenn wir meinen, es uns nicht leisten zu können. Ja? Es ist kein Problem, wenn du 1 Million Euro auf deinem Konto hast und du gibst vielleicht mal 1.000 Euro irgendwo weg. Dann sagt Jesus, das steht ja auch in der Bibel, diese aber haben von ihrem Überfluss eingelegt. Aber was ist mit der Witwe, die ihren letzten Cent, den sie hatte, der die Versorgung noch für einen Tag darstellte und danach ist nichts mehr, weggibt? Jesus sagt, dann trittst du in den Bereich des kindlichen Vertrauens hinein. Jesus sagt, alles andere ist, du hast Fettbalken auf dein Wasser gelegt und dann läufst du auf Balken über dem Wasser. Ist zwar nett, aber beeindruckt mich, den Herrn, überhaupt nicht. Aber wo Gott genau hinguckt, ist, wenn du wirklich aufs Wasser gehst. Das ist das, was Jesus sagt. Ihre Engel, die Engel dieser Geringgeschätzten, sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Dort schaut der Himmel hin und hält den Atem an. Paradox. Und das ist das, was einen kindlichen Glauben erwartet. Im Moment stehen wir als Gemeinde auch vor einer Herausforderung. Ist eigentlich ganz gut, kann ich euch gleich mal mit einbinden als Gemeinde. Wir haben, ich glaube vor einem Jahr oder so, dem Rabbi Mendelssohn hier in Karlsruhe versprochen, dass wir ihn unterstützen werden. Haben wir auch abgestimmt als Gemeinde. Für sein eigenes Zentrum im Monat 500 Euro, ein Jahr lang. Und jetzt ist es soweit, und jetzt hat er einen Raum in Aussicht und hat mir auch ein Mail geschrieben vor 2 Wochen und dass ihm genau dieser Betrag noch fehlt. So, was ist meine erste Reaktion natürlich als Leiter? Oh Scheiße, Gott, muss es jetzt sein? Wir brauchen selber unsere Kohle.
Und Gott sagt durch meine Frau, so what? Und wir haben dann das in unserem Leitungskreis reflektiert, nochmal auch in unserem Bauteam. Und da muss ich einfach sagen, ich bin immens stolz auf euch alle, haben gesagt, ist doch selbstverständlich. Timon hat sogar gesagt, es kann ja eigentlich gar kein besserer Zeitpunkt sein als jetzt. Ne? So, und der Fakt ist wirklich der, ne, wir brauchen noch 30.000. Ja, was Gott, und jetzt sollen wir 6.000 weggeben? Das kann ja wohl nicht sein. Kindlich glauben. Was sagt ihr in so einem Fall? Es ist ja alles toll, sofern man darüber diskutieren kann und man kann darüber aus sicherer Distanz sprechen und theologisieren und das betrifft mich auch eigentlich gar nicht. Aber was ist es, wenn es dich wirklich betrifft? Also ich muss euch sagen, ich bin da schon ganz schön erstmal rumgeeiert und habe gedacht, Herr, kann es nicht schnell vermietet sein? Und dann muss er noch ein Jahr warten. Ne? Ja? Warum soll ich euch was vorheucheln? Das ist, so denkst du erstmal. Ne? Und dann hat Gott mich wieder und wieder überführt auch. Ne? So, und heute habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, er soll mich die Woche mal anrufen, dass wir die Modalitäten regeln. Ja. Wir werden aufs Wasser gehen. Das bedeutet vielleicht, dass wir vielleicht in unseren Räumen die eine oder andere graue Stelle an der Decke haben oder was weiß ich, irgendwo ein Stück Boden, guckt der nackte Beton raus. Vielleicht. Ich glaube es nicht, weil Gott ist gnädig. Ne? Aber der Moment, ne? Und das ist das, wo ein kindliches Vertrauen gefordert ist. Und das ist der Moment, wo der Himmel den Atem anhält. Das ist der Moment, wo die Engel Gottes das Angesicht des Vaters sehen. Dort versammelt sich der Himmel an diesen Orten und schaut zu. Und nicht da, wo wir aus einer fetten Sicherheit das tun, was eigentlich gar nichts bedeutet. Nicht, dass Gott das gering achtet. Gott wird uns auch Zeiten geben, wo wir Überfluss haben, aus dem Überfluss auch weggeben. Und das ist okay so. Aber Gott liebt es, uns ganz besonders in Zeiten hineinzuführen und auch dich persönlich als Einzelnen, wo du vielleicht gar nicht kannst. Und Gott sagt, gib. Und nochmal, es geht nicht nur um Finanzen. Vielleicht sagt Gott, gib Zeit, gib Liebe, gib dich selber, gib irgendeine Ressource weg. Ja. Und dort geht es darum, zu werden wie die Kinder. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. So wird er dich recht führen. Und dieser Vers beschreibt den Konflikt kindlichen Vertrauens gegen den menschlichen Verstand. Die Bibel sagte, Gott sagte, verlass dich von ganzem Herzen auf mich. Was ist das Herz nochmal? Das Herz ist nicht der Verstand. Das Herz ist jener Ort, an dem der Verstand sich dem Glauben und dem Vertrauen untergeordnet hat. Es ist der Ort deines Seins, wo dein Verstand sich Gott untergeordnet hat. Wo dein Sein vollkommen in Gott geborgen ist. Wo du in Gott verborgen bist. Wo dein innerer Mensch so existiert, dass er sagt, nicht die Logik treibt mich, sondern Gott, dein Herz treibt mich. Das ist dein Herz. Und dort spricht Gott an diesem Ort. Deswegen hören wir oft das Reden Gottes nicht, weil wir ausschließlich in der Logik leben und Gott spricht über das Herz. Und wir sagen, ja, das ist Emotion. Ich möchte uns aber auch warnen, nicht alle Emotionen sind unbedingt das Reden Gottes. Es gibt auch Menschen, die halten jeden Gefühlsfurz für das Reden Gottes. Ja? Es muss auch einen biblischen Kontext haben. Gott lebt in unserem Herzen, er teilt sich in unserem Herzen mit. Und ein Mensch, der aus dem Herz lebt, ist ein wahrhaft geistlicher Mensch. Ja? Ein Mensch, der aus dem Herz lebt. Ein Mensch, der da lebt, wo sich der Verstand Gott untergeordnet hat. Das ist ein geistlicher Mensch. Er ist intellektuell nicht dumm, aber er weiß um die Grenzen seines Verstandes und wo er nur mit Gott weiterkommt.
obwohl der Verstand dagegen rebelliert. Und wenn wir gelernt haben, mit dem Herzen zu leben, werden wir zu Menschen, die auch in ihrem Denken und Wissen bewusst wie Kinder werden können. Ich möchte etwas sagen, die Wege Gottes mit dir sind nicht komplex, nicht kompliziert und nicht verstiegen. David hat in Psalm 131 etwas Wunderbares geschrieben. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig, also nicht überheblich, nicht arrogant, nicht über mich selbst erhoben. Meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe auch nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ein wirklich geistlicher Mensch kann sagen, das verstehe ich nicht. Und es ist kein Problem, dass ich es nicht verstehe. Ich verstehe nicht, Gott, wie du das machen willst, aber es ist mir völlig egal. Ich mache es trotzdem deinen Weg. Für wahr, und da sollten wir hinkommen, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. David hat diesen Ort erreicht, wo er seinen inneren Menschen still gemacht hat. In Gott. Und wo er gesagt hat, okay, ich könnte mir endlos Sorgen machen, ich könnte endlos über Dinge nachdenken und es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich tue sie einfach nach dem Willen Gottes. Und die Frucht ist, dass deine Seele zur Ruhe kommt, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Ein Bild dafür, dass deine Seele bei Gott zur Ruhe kommen kann. Gott ist dabei im Moment, mich zu lehren, wie man seine Seele wirklich in die Stille hineinbringt, in die Ruhe reinbringt. Der Zenturion, Matthäus 8,8, hatte diese Simplizität des Glaubens. Er sagte einfach, du musst nicht in mein Haus kommen, du musst keine komplizierten Formeln und Handbewegungen machen, sprich einfach ein Wort. Und Jesus war überwältigt von dieser Schlichtheit, von diesem kindlichen Ergebensein und Glauben. Ich möchte einen Sprung machen in eine andere Dimension kindlichen Glaubens. Um wie ein Kind vor Gott zu werden, müssen wir auch die Vaterschaft Gottes verstehen und die Vaterschaft Gottes erfahren und annehmen. Kind und Vater gehören zusammen. Und diese Beziehung, wie sie gestaltet ist, entscheidet auch, wie der Fluss des Vertrauens zwischen beiden ist. Eine Aufgabe, die Jesus massiv am Herzen gelegen ist, als er auf dieser Erde war, war es, uns Menschen den Vater und sein Herz zu offenbaren. Das lag ihm ungeheuer am Herzen. Den Menschen zu zeigen, wer der Vater wirklich ist. Einer der Jünger fragt ihn, zeig uns doch den Vater, dann ist es genug. Und Jesus sagt, so lange bin ich bei euch. Und du kennst den Vater nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Für die meisten Juden zur Zeit Jesu war Gott der Allmächtige, Jahwe, der Unaussprechliche, unendlich weit weg, unendlich distanziert, unendlich heilig, fast unerreichbar. Und die fromme Elite zur Zeit Jesu, Pharisäer, Sadduzäer und das Priestertum taten oft ein Übriges, um diese Distanziertheit bei den einfachen Menschen zu nähren. Es gab keine Offenbarung über das Wesen Gottes mehr. Und in weiten Teilen ist es heute ähnlich in der Christenheit. Gott ist weit, weit weg. In manchen Religionen sind etliche Mittler zwischen Gott und dem Menschen geschaltet. Weil man Gott als so distanziert und weit erlebt. Aber die biblische Realität unseres Gottes ist eine ganz andere.